Wort hat der Kollege Paul Schäfer für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eines der Lieblingsworte des Ministers der Verteidigung in diesen Tagen lautet, man muss Dinge vom Ende her denken. Aber dieses Gesetz ist nicht vom Ende her gedacht. Dieses Gesetz ist nicht vom Ende her gedacht. Das Ende der Wehrpflicht ist absehbar, ist von ihm selber angekündigt. Mit anderen Worten, was Sie hier vorlegen, ist Makulatur. Und ein Gesetz, das Makulatur ist, ist nicht nur Murks, sondern verdient es, abgelehnt zu werden. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die öffentliche Anhörung diese Woche Begeisterungsstürme ausgelöst hätte bei den Sachverständigen, bei den Beteiligten, fällt wohl eher unter die Rubrik selektive Wahrnehmung. Natürlich, es gab eine gewisse Erleichterung, dass man gesagt hat, gut und schön, dass jetzt die Pflichtdienstzeit von 9 auf 6 Monate verkürzt wird. Das ist ja auch erstmal ganz positiv, aber wenn zugleich also auch die Zahl der Betroffenen erhöht wird, die dann eingezogen werden, dann ist das schon mehr als ein Wermutstropfen und löst also schon deutliche Kritik aus. Und dort wurde auch klar formuliert, diese Unsicherheit, die Sie auslösen mit Ihren ständigen Ankündigungen, sind weit verbreitet und man fragt sich, was kommt als Nächstes. Also, Die Linke wird dieses Gesetz ablehnen, weil wir grundsätzlich gegen Zwangsdienste sind, weil das Gesetz ungerecht ist, weil es nicht sozial ist und weil wir uns die Wehrpflicht nicht länger leisten können. Warum ist es ungerecht? Es schreibt eine Situation fort, wonach nicht mal 15% eines Altersjahrgangs der männlichen Jugendlichen den Wehrdienst leistet. Und es geht zunächst mal um den Wehrdienst. Nur nicht mal 15% leisten Wehrdienst. Die Bundeswehr ist längst eine Berufs- und Freiwilligenarmee, die sich nur noch des Instruments der Wehrpflicht bedient, um Nachwuchs zu rekrutieren. Das ist verfassungsrechtlich nicht in Ordnung und das ist ansonsten ungerecht. Wir lehnen das ab. Das Gesetz ist nicht sozial, nicht nur, weil man den Wehrpflichtigen und Zivildienstleistenden Urlaubstage klaut, sondern vor allem, weil man ein neues öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis konstruiert, nämlich bei den freiwillig Längerdienenden. Einer der Sachverständigen sprach von Bundespflegebeamten. Aber das Interessante ist, diese Bundespflegebeamten, ich habe das letzte Mal schon gesagt, also die Zivis, die arbeiten für einen Stundenlohn von 3,75 Euro. Zuschläge inbegriffen. Und der Mindestlohn, den der Gesetzgeber festlegt für den Pflegebereich nochmal in den Stammbuch, ist 8,50 im Westen und 7,50 im Osten. Und das ist sozusagen ein Niedriglohnsektor im Niedriglohnsektor. Und das ist für uns völlig inakzeptabel. Nochmal, auch, stattdessen wäre nötig, in diesem Bereich ausreichend Beschäftigungsverhältnisse zu machen. Da könnten Sie, das wäre eine Herausforderung, jetzt ausreichend Beschäftigungsverhältnisse zu machen, die tariflich entlohnt sind, die langfristig abgesichert sind, für die Leute auch wirklich qualifiziert sind. Also Ausbau des öffentlichen Dienstes und in bestimmten Bereichen auch öffentlich geförderter Beschäftigungssektor. Das wäre die Antwort auf die Pflegeprobleme, die wir haben, den Pflegenotstand. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nur noch ein Punkt, ist zu teuer, kostet zu viel, nicht nur über 1 Milliarde Euro. Es gibt eine neue wissenschaftliche Studie, die die volkswirtschaftlichen Kosten einer Wehrpflichtarmee herausgerechnet haben, die gesagt, also dass junge Männer dem Arbeitsmarkt entzogen sind, aus dem Produktionsprozess rausgenommen werden, das sind Kosten auf die Bundesrepublik runtergerechnet von 6 Milliarden Euro jährlich. Welch ein Unsinn. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich stelle zum Schluss fest, die Bundesregierung hat kein Konzept für die Zukunft der Bundeswehr. Dieses Konzept muss auf allen Fällen aufbauen ohne Wehrpflichtige, weil Wehrpflichtige werden für die Landesverteidigung nicht mehr gebraucht, auch nicht mehr für ihre Auslandseinsätze. Und die Fragen, die sich dadurch aufdrängen natürlich, was ist mit der gesellschaftlichen Einbindung der Streitkräfte? Wie kann man also Kritikfähigkeit gegenüber nicht völkerrechtskonformen Militäreinsätzen aufrechterhalten, die müssen beantwortet werden. Aber die Antwort lautet, parlamentarisch kontrollierte Streitkräfte, das Leitbild des Staatsbürgers in Uniform statt geflissentliche Untertanen und den Auftrag, der nicht heißt, weltweit militärisch einzugreifen, wenn es der NATO gefällt, sondern sich auf den Kernauftrag, Verteidigung des Landes, zurückzubesinnen. Das ist das, was getan werden muss. Machen Sie also, hören Sie auf mit dem Stückwerk, machen Sie jetzt etwas Gescheites, eine klare Zäsur, und das heißt Wehrpflicht aufheben. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90.